Hallöche zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr wolltet es unbedingt. Ich habe in letzter Zeit nur Vlogs gedreht, aber die Fragen wurden immer ein bisschen lauter in letzter Zeit, wann dann nochmal ein richtiges Video von mir kommt. Und ich habe euch gefragt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und hauptsächlich kam Style Talk. Ich liebe die Videos auch. Ich gucke sie unglaublich gerne bei anderen YouTubern. Seid gnädig mit mir. Es ist mein erster Style Talk. Und ich hoffe, die Lichtverhältnisse passen, ich hoffe, die Qualität passt. Ihr wisst, ich bin immer nicht so ganz glücklich mit meiner Hardware. Aber wir müssen hier noch mit dieser alten HD-Kamera klarkommen. Wenn Fragen hinterher sind, könnt ihr sie immer bitte gerne unten in der Kommentarbox stellen und ich versuche, alles zu beantworten. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Und ich habe mein Gesicht schon, fängt schon gut an. Hier, wo ist die Feuchtigkeitscreme? Genau. Ich habe Feuchtigkeitscreme schon aufgetragen und zwar habe ich von der guten Judith Williams das Serum in Öl verwendet, das ich jetzt seit wie langer Zeit habe? 2 Wochen. Und es gefällt mir richtig gut, weil ich habe super trockene Haut. Ich bin wirklich die Wüste Gobi im Gesicht, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe. Und das ist schon sehr, sehr reichhaltig. Also es ist wirklich ein Öl und ich habe da das Gefühl, dass es dieser Trockenheit mal wirklich hilft. Dauert ein bisschen, bis es eingezogen ist, aber wir wären jetzt soweit. Und ich fange an heute mit einem Primer. Und zwar nehme ich den Becca Shimmering Skin Perfector. Kennt ihr alle, gibt es auch schon ewig das Produkt. Ich werde zwar jetzt gleich auch ein Make-up unter anderem verwenden, das mir auch Glow verleiht. Aber heute geht es auf den Weihnachtsmarkt und ich möchte mehr. Ich möchte einfach mehr Glow. So. So eine Erbsengröße voll. Und ja, Freunde, was kann ich euch erzählen? Es ist ordentlich Wochenende. Ich freue mich unglaublich drauf. Wir sind so semi-beschäftigt. Also wir sind heute Abend verabredet mit Freunden auf dem Bonner Weihnachtsmarkt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der ist hoffentlich nicht so ganz stressig wie der Kölner. Und da werden wir heute Abend auf jeden Fall auf ein Glühweinchen mal drüber spazieren. Ich will unbedingt einen Crepe, also ich gehe nie ohne Crepe von einem Weihnachtsmarkt. Und mein Mann möchte unbedingt Backfisch. Den soll er dann heute Abend dann auch kriegen. Dementsprechend musste ich mich jetzt auch nicht ums Essen kümmern, weil wir essen dann heute Abend. So, jetzt. Ihr fragt mich ständig nach meinem Make-up. Ich habe es auch, glaube ich, in irgendeinem der letzten Vlogs schon erzählt. Aber meine Holy Grail Mischung ist im Moment das Dior Skin Forever Make-up und die L'Oreal Infallible Pro Glow Foundation. Die mische ich. Und die ergeben wirklich ein super, super geiles Finish. Die ist eher matt, die ist glowy und zusammen. Mhm, ja. Und was auch sehr, sehr schön ist, die eine ist heller, die andere ist dunkler. Das heißt, ich mische mir halt immer so den perfekten Ton zusammen. Im Moment habe ich halt so ein bisschen Selbstbräuner benutzt. Ich war nicht im Urlaub. Nein, Freunde, es ist alles Selbstbräuner und deswegen darf das Make-up jetzt auch mal ein bisschen dunkler sein. So, Mischverhältnis kann ich euch gar nicht genau sagen. Ach, jetzt gibst du auf für das Video. Na, kommt noch ein bisschen was raus. Misch mir da mal was Feines zusammen. Ich mische es dann auch immer auf meiner Hand mit dem Beauty Blender zusammen. So, und dann kann es eigentlich mit dem Dabbing losgehen. Ganz gewöhnlicher Beauty Blender. Und dann wird hier das Produkt in die Haut eingearbeitet. Möglicherweise, eventuell unter Umständen, habe ich gerade ein bisschen viel. Kann ich euch auch mal empfehlen, immer bitte so ein Mikrotuch dabei haben, auch für die Pinsel. Das ist unglaublich geil. Ich bin ja auch ein Mensch, der es hasst, seine Pinsel zu reinigen. Und ihr könnt wirklich mit so einem Mikrofasertuch eure Pinsel einfach häufiger verwenden. Das ist sehr, sehr geil. Nicht, dass ich euch jetzt raten möchte, eure Pinsel nicht zu waschen, aber ihr kennt es. Ihr könnt damit auf jeden Fall eine gute Zeit überbrücken. Und es hilft halt auch so ein bisschen bei überschüssigem Produkt im Beauty Blender. So. Ja, liebe Leute, ich mache im Moment echt was mit, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ich hatte vorgestern den mega ätzenden, nee, es war nicht ätzend, das ist jetzt übertrieben gesagt. Ich hatte halt so ganz komische
dumme Zufälle mit, ich habe bei der Post gewartet in der Schlange, musste was abgeben und musste für mein blödes New Look-Paket eine Retoure das Porto übernehmen. Das hat mich tierisch abgefuckt. Natürlich versicherter Versand. Ich will ja, dass es ankommt, kostet mich 17 Euro. So, dann stand ich bei der Post und die Frau so, nee, müssen Sie leider bezahlen, bla 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 bla. Ich so, okay, alles klar, mache ich. Ich werde gucken, dass ich mir die Kohle dann hinterher nochmal von den Leuten wiederhole. Und dann sagte sie, ja, dann füllen Sie doch bitte noch hier dieses Absender- und Empfängerkärtchen aus und kommen Sie dann am besten gleich zu mir. Weil das Ding war, in der Post war ungefähr, also ich habe vorher schon eine halbe Stunde in der Schlange gestanden, bevor ich dran kam. Und die Leute standen bis draußen vor der Tür, halt so typisch Weihnachten. Und ich ging dann wieder halt auf direktem Wege zu ihr, wie sie es ja gesagt hat. Und hat mich irgendwie so drei Leute richtig angemault in der Schlange, was das denn soll und keine Ahnung. Und ich habe dann halt auch irgendwann zurückgemault und so. Es war so total ätzend. Ich habe echt gesagt, kann ich sagen. Es kamen auch so Sprüche wie, nur Arbeitslose würden sich ja vordrängeln und so, die ja die meiste Zeit. Und ich dachte so, was? Was ist mit euch, ne? Total frech einfach. Egal. Total geladen halt nach dieser ganzen Postsituation bin ich halt was essen gegangen mit einer Freundin, kam an die Kasse hinter, es war im Vapiano, bin an die Kasse gegangen, wollte bezahlen, habe gemerkt, scheiße, ich habe meine Sparkassenkarte bei der Post vergessen. Fuck. Und ja, musste dann halt auf schnellstem Wege wieder zur Post zurück und als ich mein Auto geholt habe, um zur Post zu fahren, hatte ich halt ein Knöllchen. Habe ich echt gedacht, ey, mega geil, mega geiler Tag. Dann, einen Tag später, ich habe mich dann natürlich ausgekotzt bei allen möglichen Leuten, einen Tag später, ich mache jetzt erstmal meine Augen ran, mit dem NYX-Stift, werde ich euch auch verlinken, SPE 903 Dark Brown, meine Haare sind halt noch oben rum recht dunkel, deswegen dürfen es die Augenbrauen auch sein. Auf jeden Fall, einen Tag später habe ich nur gedacht, ey, was ist das eigentlich? Was geht ab im Moment? Irgendwie so total, ne? Wenn, scheiße, scheiße mit Schwung. Und am nächsten Tag checke ich so meine Mastercard, meine Umsätze. Und denke mir so, warum ist das so viel? So viel habe ich doch gar nicht ausgegeben. Dann ist mir aufgefallen, dass irgendwelche Leute aus Asien mir Geld abgebucht haben. Dann ist mir eingefallen, oder beziehungsweise, das heißt eingefallen, ich habe eigentlich sofort geschaltet. Ich habe nämlich ein Geschenk für meinen Mann bestellt, ein Weihnachtsgeschenk auf einer niederländischen, vermeintlich niederländischen Seite. Und das Produkt kam bis heute nicht an. Und mir ist hinterher erst aufgefallen, wie unseriös diese Seite war, weil ich die halt kontaktieren wollte. Und die hatten kein Impressum und alles war so total komisch einfach. Und ich wollte mich jetzt eh drum kümmern, halt da den nächsten Schritt irgendwie einzuleiten, mehr Geld zurückzuverlangen, was weiß ich. Und dann habe ich gesehen, dass die Tracking-Nummer nicht funktioniert und dass, als ich das Tracking gesucht habe mit diesem komischen Code davor, habe ich schon erfahren, dass das irgendwas Asiatisches ist. Da habe ich gedacht, wie Asien, das ist doch Niederlande. Und als ich dann meine Umsätze gesehen habe, habe ich gesehen, dass genau an dem Tag, wo ich diese, ich kann das jetzt nicht sagen, das Geschenk bestellt habe, sind aus Asien anstatt 78, 88 Euro abgebucht worden. Da habe ich schon so gedacht, was? Wieso 10 Euro mehr? Shipping war doch schon drin. Und dann habe ich gesehen, dass am 2. Dezember die mir 120 Euro abgebucht haben. Und ich so, was? Was machen die? Warum buchen die mir nochmal 120 Euro ab? Jetzt bin ich 200 Euro los. Das Produkt, was ich für meinen Mann bestellt habe, ist nach wie vor nicht da. Und ich habe meine Kreditkarte letzten Endes jetzt sperren lassen müssen und habe voll den Hassel. Also es war echt so zwei Tage hintereinander, war bei mir echt rüberbo. Und ja, ich mache jetzt mal weiter, bevor ich überhaupt nicht mehr vorankomme. Also, manchmal ist echt der Wurm drin. Und ich bin an sich echt kein negativer Mensch. Aber das war echt over the top. Aber ich freue mich jetzt einfach nur, dass das Ganze wieder geklärt, hoffentlich geklärt ist, ich meine Kohle wieder kriege. Und es war mir auf jeden Fall eine Lehre. Also, egal, wo ich jetzt auf europäischen Seiten bestellen werde, ich werde immer vorher schauen, ob die ein Impressum haben, wo die Leute sitzen und tralala. Weil ich kann euch halt auch nur den Rat geben, es gibt mehr beschissene Seiten, als ihr denkt, die euch nur abzocken. Ich bin jetzt auch, ich war da mal auf der Suche gewesen, auch bei Google und so, nach anderen Fake-Online-Shops. Ihr glaubt gar nicht, wie viele das sind. Ihr kommt aus dem Scrollen gar nicht mehr raus. Und das sind ja wirklich nur die, die gemeldet worden sind. Also
Der Burger. Ja, aber jetzt mal zu was Schönem. Es geht bald in Urlaub und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Wir waren ja das letzte Mal, wann waren wir im Urlaub? Anfang Juni in Mexiko. War ja auch mega geil, habe ich auch ein Video online gestellt. Und beide waren jetzt echt, echt urlaubsreif, ganz besonders mein Mann. Und wir haben jetzt gesagt, wir werden nichts Großartiges machen, weil wir ein bisschen Geld beiseite legen wollen und haben jetzt gesagt, wir wollen uns in Europa mal umsehen, mal wieder. Und was könnten wir uns anschauen und sind halt zu dem Entschluss gekommen, dass wir nach Zagreb fahren, in die Hauptstadt von Kroatien, die uns jetzt gerade vom ersten Namen her nichts sagt. Und da wollten wir schon letztes Jahr hin, weil letztes Jahr ist Zagreb zum, oder der Zagreber Weihnachtsmarkt zum schönsten Weihnachtsmarkt in Europa gewählt worden. Und da war ich letztes Jahr schon so, das würde ich mir voll gerne angucken. Und dieses Jahr sind sie erneut gewählt worden. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist doch mal eine geile Idee, lass uns doch mal runterfahren. Cheers, ne? Ein bisschen Käffchen nebenbei. Und Augenbrauen, ich muss dich auf dem Laufenden halten. Habe hier ein Art Deco Augenbrauenpuder in der Nummer 5. Dieses kleine winzige Ding. Und das trage ich hier mit so einem abgeschrägten MAC-Pinsel auf. Und jetzt verblende ich quasi das Puderprodukt mit dem Kajal so ein bisschen. So, genau. Ja, also es geht nach Zagreb. Wir haben ein sehr, sehr cooles Hotel für einen eigentlich auch sehr guten Preis. Es hat ein Spa und Fitnessstudio und Pool und wenn ihr mal nachschauen wollt, das ist das Double Tree. Heißt das Double Tree? Ich glaube, es heißt Double Tree Hotel. Es gehört zur Hilton-Kette und ist sehr, sehr schön. Ich finde gerade, also wir haben ja, wir vergleichen im Moment ja so alles mit unserem damaligen Vorweihnachtszeit-Trip, den wir in Dresden und Prag gemacht haben. Und da hatten wir in Prag auch, glaube ich, das Hilton Hotel. Und das war einfach cool, weil wir haben, im Winter kann man nicht den ganzen Tag unterwegs sein. Wir haben meistens so eine Tour am Vormittag gemacht und sind dann nachmittags nochmal nach Hause, haben uns vielleicht nochmal ein Stündchen hingelegt oder so und sind dann abends wieder los Richtung Abendessen. Und so ein bisschen vergleiche ich das halt immer mit dem Trip. Und jetzt habe ich auch gesagt, wir müssen halt schon irgendwie ein schönes Hotel haben, wo man auch Spaß dran hat, mal wieder zurückzukehren, einzukehren, um mal so ein bisschen Ruhe zwischendurch zu haben. Beziehungsweise kann man sich dann auch einfach mal abends ins Spa verkrümeln, mal in die Sauna gehen und so weiter. Und das ist ja auch schon richtig Urlaub, ne? Also wenn man ein geiles Hotel hat, macht es ja einfach doppelt so viel Spaß. So, dann werden die Babys hier auch gleich fertig. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich jetzt brauchen werde. Und ich merke, dass dieses Multitasking, Reden und Schminken vor allen Dingen an einem anderen Ort, mache ich ja auch nicht häufig. Ich bin ja da meistens im Flur oder im Bad und schminke mich dort. Und das ist jetzt sehr ungewöhnlich. Man sieht auch direkt anders aus von einem anderen Spiegel. Ihr kennt das ja. So. Hey, ohne Witz, mein Microblading ist einfach weg, ne? Also ich habe wirklich, man muss schon ganz genau hingucken, um noch so ein paar Härchen zu sehen. Aber es ist wirklich schade. Es ist einfach weg. Und ich merke auch einfach, wie viel schwerer mir das mittlerweile fällt, meine, ich sag jetzt mal, perfekte Augenbrauenform, die ja durch das Microblading ja die aufgezeichnet wurde und dann auch tätowiert wurde, die jetzt halt ohne die vorgegebenen Haare irgendwie wiederzufinden. Und tue mich da manchmal so ein bisschen schwer. Aber nächster Step, das kann ich euch auch nur empfehlen. Ich habe halt hier so einen, wo bist du? So einen relativ flachen Pinsel, mit dem man sehr präzise Linien ziehen kann. Und dann werde ich meinen Concealer, Silvi, du bist nicht vorbereitet, du bist mein Concealer. Ich habe ihn doch eben noch draußen gehabt. What the fuck? Concealer, where you at? Es war die ganze Zeit auf dem Tisch. Ich habe es einfach nicht gesehen. So, ich war also doch vorbereitet. Ich mache mir mal hier die Produkte von meiner Hand mal weg, weil ich kenne mich, ne? Weißer Sweater und schon ist es überall. So,
Genau, was ich sagen wollte, ich liebe ja, also so, ich sag's mal so, ich liebe ja diese richtig natürlichen Augenbrauen, ja, Frauen, die ganz viel Haare an den Augenbrauen haben und die das Ganze in Form schneiden können und da einfach Volumen ist, das habe ich halt leider nicht. Und die zweite Option für mich ist halt, was ich halt ja so an zweiter Stelle sehe, sind diese perfekten Instagram-Augenbrauen, wie man so schön sagt. Und das ist das Einzige, was ich im Moment bei mir machen kann. Das ist den einen zu viel, ich finde es aber relativ schön und deswegen mache ich das. Und dazu gehört halt auch mit so einem Concealer, das ist übrigens der Löscher. Das ist mein Lieblings-Drogerie-Concealer von Maybelline. Den gebe ich mir so ein bisschen auf die Hand, also ich drücke halt dieses Schwämmchen so ein bisschen aus. Und dann gehe ich halt hier mit so einem ganz flachen, präzisen Pinsel nochmal um meine Augenbrauen herum. Und dann habt ihr die wirklich perfekt. Und jetzt gehe ich mit dem P2 Eyebrow Styling Gel nochmal drüber und bringe die kleinen Friends hier in Form. Ich habe das auch seit Jahren, das Produkt. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt halt einfach dadurch, dass es halt braun getönt ist, noch mal ein bisschen mehr Volumen. So. So schaut das Ganze aus. Was mache ich als nächstes? Das Make-up ist schon sehr dunkel geworden. Das sieht man jetzt hier so gar nicht in dem Licht, aber it's alright. So, ich habe mir jetzt angewöhnt in letzter Zeit, dass ich zuerst meinen Lidschatten mache. Auch nichts Großartiges, auch da werde ich immer wieder gefragt. Immer wieder mit meinem Lidschatten. Ich nehme einen, welchen Pinsel nehme ich? Sowas hier in der Art. Scheißegal, irgendwas, womit ihr Lidschatten auftragen könnt. Ich trage sehr, sehr gerne von P2 Most Wanted den Mono Eyeshadow in der Nummer 10, Love Maroon. Als ich den drauf hatte, haben mich nämlich die meisten gefragt, was ich auf den Augen habe. Und ich muss euch leider mitteilen, dass das eine Limited Edition ist. Ist so ein Kupferton. Aber da könnt ihr auch jeden Kupferton nehmen. Bitte nagelt mich da nicht auf eine Sache fest. Wenn es nicht der ist, ist es irgendein anderen Brauner. Also ich benutze in der Regel einfach nur zwei Lidschattenfarben. Mehr ist es nicht. Und den trage ich jetzt komplett über das bewegliche Lid auf. Was kann ich euch sonst noch mitteilen? Ach ja, ich hatte ja letztens meine Umfrage gestartet, ob ich mir nochmal einen Long Bob schneiden lassen soll oder nicht. Und es war, glaube ich, sehr eindeutig. Es haben, ich glaube, lass mich nicht lügen, 94% gesagt ja und 6% nein. Und das war schon sehr, sehr eindeutig und es hat mich natürlich auch schon so ein bisschen auf den Trichter gebracht, es wieder zu tun. Mir juckt es schon länger in den Fingern, weil ich... Also meine Haare sind wieder mal sehr, sehr lang geworden. Ich habe den Rest jetzt oben, aber die sind wirklich schon für meine Verhältnisse recht lang. Aber auch einfach super dünn wieder. Super dünn. So dünn, dass ich mich einfach in der Regel gar nicht mehr wohlfühle. Also ich muss schon richtig stylen und Volumen, künstliches Volumen reinschaffen, durch Schaumfestiger, durch Tupieren, durch, dass ich mich irgendwie gut fühle. Aber in Natura so, ich kann es nicht mehr sehen. Es liegt halt auch daran, dass ich im Moment tierischen Haarausfall habe. Dann habe ich halt noch mehr Haare verloren in letzter Zeit. Dann hatte ich ja das Ding mit meinem erneuten Blondieren. Sieht man das so ein bisschen? Die sind halt unten immer noch heller als oben. Und als ich ja von blond auf braun gewechselt bin, habe ich mir ja die Haare komplett einmal mittelbraun gefärbt, was viele schon fast für schwarz gehalten haben. Also sie waren wirklich sehr, sehr dunkel. Ich fand es super cool. Also ich habe mich tierisch wohl gefühlt, aber ich hatte einfach nach so ein paar Monaten, ich glaube 3-4 Monate hatte ich die dann so komplett dunkel, hatte ich irgendwie wieder Lust auf, nicht blond, aber so ein bisschen mehr Farbwechsel. Und habe mir dann einen Termin bei einem Friseur geben lassen. Und ja, die haben halt quasi meine Spitzen nochmal blondiert.
Und meine Spitzen waren ja vorher schon immer sehr, sehr angegriffen. Und ich weiß, dass sich meine blonden Spitzen unglaublich gefreut haben, als ich sie braun gefärbt habe. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, endlich ist das Mädel zur Vernunft gekommen. Und dann bin ich einfach so 3-4 Monate später halt nochmal mit Blondierung dran gegangen. Und da haben sich meine Spitzen gesagt, Bitch, I'm done. Das war's. Und ja, dementsprechend natürlich, wenn ich es jetzt föhne, alle 3 Tage oder so, mir brechen einfach super viele Haare weg. Meine Bürste ist ständig voller Haare, das Badezimmer ist voller Haare. Also es ist einfach nicht mehr viel da und ich überlege jetzt halt echt, ob ich sie mir nochmal abschneiden soll. Und ich habe nächste Woche Donnerstag habe ich den Friseurtermin. Hat nochmal auch schön so in die Vorweihnachtszeit auch gelegt und bis dahin werde ich mir überlegen, was ich mache. So, ich muss Gas geben, sonst werde ich hier nie fertig. Also das habe ich jetzt hier komplett verteilt. Dann nehme ich hier die Revolution Blush Palette. Die habe ich von meiner lieben Tina vom Kanal Miss Beautina geschenkt bekommen. Ich finde die sehr, sehr gut und ich benutze sie als Allrounder. Unter anderem auch hier diese zwei, oder fast hauptsächlich diese zwei Brauntöne. Der eine ist eher matt und der andere ist eher golden. Und ich gehe jetzt einfach mit so einem fluffigen Blenderpinsel. Ich nehme einen anderen. Ich mag dich nicht mehr. Den hier. Ich glaube, das ist sogar einer von DM. Und da gehe ich jetzt abwechselnd in die beiden Töne und verblende damit meinen Lidschatten. So, fertig verblendet. Jetzt kommt der Concealer unten. Dafür nehme ich mir halt wieder, wie gesagt, meinen Löscher. Und wieder den Beauty Blender. Ich mache es entweder mit einem Beauty Blender oder halt mit so einem Soeva, mit so einem fluffigen Soeva Pinsel. Mit dem kann man das, auch sehr, sehr gut verblenden. Nase, Oberlippe, Kinn, Stirn. Und dann, ich habe Bock auf den Pinsel. Ich mache es heute mit dem Pinsel. Tupfe ich das Ganze halt schön ein. Jetzt gehe ich super spektakulär wieder in meinen Monolidschatten von P2 und trage den unter meinem Auge auf. Es ist unglaublich spektakulär, wie ihr seht. Aber ich freue mich ja, mein Gott, also ich will jetzt hier auch nicht total doof klingen, ich freue mich ja, wenn ich so viel Zuspruch auch zu meinem Make-up kriege, gerade wenn ich selber denke, so, das ist jetzt relativ, ja, wie ich immer so schön sage, unspektakulär und ihr seid dann irgendwie total so, oh, dein Make-up sieht super aus, was ist das für ein Lidschatten, was ist das für ein Puder, was ist das für ein Make-up, dann weiß ich, dass ich was richtig mache und da freue ich mich natürlich immer sehr drüber. So. Die Bude ist übrigens auch schon fertig dekoriert, das habe ich ja letztens gemacht. Hier steht auch mein Weihnachtsbaum, den seht ihr jetzt nicht, aber es bringt unglaublich gute Laune. Und wir haben den Weihnachtsbaum seit dem ersten Advent stehen. Und ich freue mich so unglaublich, weil er ist einfach, also ich finde es einfach viel zu schön, als dass man ihn einfach nur 1-2 Wochen dann irgendwie stehen lässt. Und deswegen waren wir ganz, ganz, ganz früh. Wir waren noch nicht die Einzigen, wir waren den bei Obi holen und da waren so viele an dem Samstag, die dort schon rumgestöbert haben, nach dem richtigen Bäumchen. Und das Baby steht jetzt hier, ist nochmal größer als letztes Jahr und macht uns sehr, sehr glücklich. Und ich habe Eyeshadow im Auge. So. Wie ihr schon denken könnt, gehe ich jetzt wieder in dieses Produkt hier rein, also wieder in die 2 Brauntöne, genau wie ich es oben gemacht habe. Und verblende unten das Ganze. Manchmal feuchte ich den Pinsel auch noch mal ein bisschen an. Was ich jetzt auch gerne tun möchte, ich hole mal gerade eben meinen mein Mac-Spray. Sieht ja auch mein geiles Outfit. Das ist so typisch. Ich drehe ein YouTube-Video. Oben hui, unten pfui. Aber egal, schön bequem. Ich kann eh nicht hier so im Schneidersitz sitzen, wenn ich eine enge Jeans anhabe, deswegen. Also ich feuchte den Pinsel ein bisschen an mit meinem MAC-Produkt. Das seht ihr auch gleich. Ich werde mich gleich das ganze Gesicht noch einmal damit bearbeiten.
Ja, wo bin ich stehen geblieben? Genau, Weihnachtsbaum macht uns super glücklich. Ich habe hier halt überall so Lichterketten verteilt. Unser Adventskranz, den ich jetzt hier gerade von dem Tisch entfernt habe, hat auch eine Lichterkette drum. Und wenn man dann abends sich auf Sofa muckelt vom Fernseher oder man liest ein Buch, ist das eine unglaublich schöne Atmosphäre und ich liebe es. So, geht im Rot aus. Sieht auch eigentlich immer ganz cool aus, wenn man das relativ weit runterzieht. Also ich mag das manchmal ganz gerne, natürlich eher am Abend, wenn das so richtig schön smudgy ist. Auf Englisch gesagt. So. Und was ich auch mal sehr, sehr gerne mache, ich nehme mir meinen MAC Highlighter. Das ist die Farbe Candlelight. Candlelight, glaube ich. Und dann nehme ich mir so einen etwas spitzeren, kleineren Pinsel und gehe hier in den Augeninnenwinkel. Und da werde ich den Pinsel auch noch ein bisschen nass machen. Und trage hier noch mal ein bisschen Highlighter auf. Yes. Erzählt mal ein bisschen. Habt ihr schon dekoriert? Seid ihr soweit fertig oder stellt ihr den Baum super spät auf oder stellt ihr ihn gar nicht auf? Ja, ich freue mich jetzt einfach. Ich finde es total toll. Ich bin auch super happy, gerade mit der Vorweihnachtszeit. Ich habe da auch letztens mit meinen Freundinnen drüber gesprochen. Ich verstehe das immer nicht, dass andere sich so mega stressen. Also natürlich stressen mich so Sachen wie, ja, jetzt mit meiner Mastercard oder ne, es gibt einfach blöde Tage, wo irgendwie alles schief läuft. Aber ich verstehe immer nicht, warum sich Leute des Todes stressen in dieser Zeit. Also es ist ja alles immer so eine Sache, wie man sich das Ganze einteilt und wie früh man damit anfängt. Ich mische hier noch ein bisschen hier in diesem. Ich muss euch ja alles sagen, was ich hier gerade mache. Ich mische hier noch ein bisschen mehr von diesem. Was ist das? Kupferfarbenen Highlighter aus der Palette. Weil ich Bock auf noch etwas mehr Glitter habe. Ich möchte hier heute Abend glittern und glowen. So, reicht jetzt aber, ne? Sonst sehe ich aus gleich wie so ein Klon. Als nächstes, ich kann die Palette gleich in der Hand behalten. Übrigens habe ich das Problem, dass mir sämtliche Kosmetikprodukte fehlen. Ich wollte eigentlich mit einer Lancôme-Augenpalette arbeiten, die ist weg. Ich wollte mit meinem Hoola-Bronzer heute arbeiten, der ist weg. Der ist aber auch schon seit einer Woche weg. Und ich habe jetzt heute nochmal gesucht und ich finde ihn einfach nicht mehr. Das Allerschlimmste ist, mein Hourglass-Highlighter ist weg, den ich über alles liebe. Und er war wirklich teuer und ich finde ihn nicht mehr. Und den habe ich wirklich nach meinem letzten Arbeitstrip nicht mehr gefunden. Und ich glaube tatsächlich, dass mir das irgendeine Alte aus dem Hotel geklaut hat. Also eine der, wie nennt man sie? Die Mädels, die das Zimmer machen. Zimmerservice. Weil ich habe immer wirklich eine Menge mit, wenn ich auch im Außendienst unterwegs war. Und ich packe das dann nicht alles in den Koffer. Ich lasse es halt so im Badezimmer stehen, habe meine Tasche dann halt so halb offen. Und irgendwann war dann halt auch dieser teure Highlighter weg. Und ich bin super abgefuckt. Und seitdem tue ich meine kompletten Kosmetikkoffer immer wieder in meinen großen Koffer und mache den dann halt zu, dass da wirklich keiner mehr dran geht. So. Ihr könnt jetzt entweder anfangen mit einem etwas kleineren, härteren Pinsel, eure Kontur etwas härter nachzumalen. Dafür benutze ich dann halt hier diesen braunen Ton. Und ich mache es wirklich nur außen und ziehe es mir nicht komplett bis zu den Mundwinkeln, weil ich sehe dann immer aus wie Skeletor. Das geht gar nicht. Und das mache ich auch nur ganz wenig. Der eignet sich halt auch super, um hier so ein bisschen die Stirn hochzugehen, um eure Stirn so ein bisschen zu verkleinern. Seht ihr den Unterschied, wo ich hier gewesen bin und hier? Es ist halt wirklich unglaublich toll. Wenn man eine hohe Stirn hat, kann man die sich so ein bisschen kürzer schminken. Leute, ich habe so das Gefühl, ich laber hier so einen Scheiß. Es ist halt echt komisch, dauerhaft gerade mit sich selber zu reden beim Schminken. Und ich hoffe, ich erzähle nicht allzu viel Schmuh. So.
Bisschen noch das Näschen. Mache ich auch nicht mehr so mega krass wie früher, wirklich nur ganz leicht. Und dann gehe ich nochmal mit so einem fluffigen Pinsel rein. Das ist ein No-Name-Pinsel, oder ist er auch nicht. Isabella Scott Sydney. Habe ich mir auch bei TK Maxx geholt. Und da gehe ich nochmal in beide Töne rein. Also auch nochmal in den etwas goldigeren. Und bronze mir mein Gesicht. So. Ja, jedenfalls mega, mega ärgerlich, wenn Schminke verschwindet, weil das Zeug ist echt nicht günstig. Und das sind so meine Lieblinge gewesen und die sind jetzt einfach gone. Ich verblasche mich jetzt wahrscheinlich, weil ich hier in einem viel, viel helleren Licht bin als sonst. Und ich komme die ganze Zeit in der Kamera so blass vor. Und gleich werde ich mich wahrscheinlich erschrecken, wenn ich ins Bad komme. Whatever. Wenn wir gleich rausgehen, ist eh dunkel. So. Was ist das? Ich finde die Palette wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank nochmal, liebe Tina. Und vor allen Dingen super Ersatz für die Produkte, die gerade weggekommen sind. Weil normalerweise benutze ich dann auch hier außen den Hoola und gehe dann trotzdem in diese Palette rein. Also, ich werde es überlegen. Ich mache jetzt mal hier zu Ende. Weil Wimperntusche darf es ja immer ein bisschen mehr bei mir sein, ne? So, die Wimpern sind getuscht und wir nähern uns so ziemlich dem Ende zu. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Blush verwenden soll. Manchmal benutze ich einen, manchmal nicht. Das sage ich jetzt einfach mal, welchen ich verwende. Ich habe hier einen von Bourjois. Ist auch schon uralt. Sieht so aus. Ist eine UK-Marke. Aber da könnt ihr auch hier einfach jeden Blush verwenden. Welchen Pinsel nehme ich? Ich nehme mal hier so einen leicht abgeschrägten, aber ziemlich vollen Pinsel. Gehe hier so ganz leicht wirklich nochmal rein und trage mir den Blush auf. Aber es gibt Tage, da habe ich gar keinen drauf. Also muss wirklich nicht immer sein. So. Und auf was ich wirklich nie verzichten kann, ist Highlighter. Und da werde ich nochmal den Candlelight von MAC drauf machen. Ist nicht mein Liebster, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Ich kriege auch immer wieder Komplimente, wenn ich den trage. Der ist halt so ein bisschen mehr Rose Gold, ist aber dann wirklich für die warmen Make-ups sehr, sehr schön. Bisschen auf die Lippe. Nase, Nasenspitze. So. Und now, last but not least, for the lips, nehme ich auch, da fragen mich auch immer super viele, was trägst du auf den Lippen? Ich trage nie ein Produkt. Und wenn ich euch sage, was ich auf den Lippen trage, muss ich heute immer euch zwei, drei Sachen nennen. Also im Moment trage ich super gerne die 980 von... Das ist L'Oreal. Ist auf jeden Fall matt. Hot Sand. Ihr kennt die Dinger. Ich weiß nicht, ob es jetzt L'Oreal. Doch, L'Oreal oder Maybelline ist. Aber ihr kennt diese Lippenstifte. Den habe ich meistens unten drunter. Wie gesagt, ist matt, ist sehr, sehr hell. Dann könnt ihr drüber gehen mit dem L'Oreal Cream Lip Gloss in der Farbe 103. Protest Queen finde ich super, super cool. Hat mich damals die gute Chloe Morello draufgebracht. Ich habe aber heute Bock auf etwas dunklere Lippen. Und bei Nude ist es im Moment die Kombination. Wenn ich sie dunkler haben möchte, dann trage ich entweder mein, wie heißt der, Kaschmir-Ton von Lime Crime auf. Der ist, glaube ich, aus den Staaten bestellt worden. Die kriegt man hier nicht, die Lime Crimes, aber ich kann euch gerne mal den Link unten reinsetzen. Was ihr aber hier kriegt, ist die neue Balmain-Kollektion, auch von L'Oreal. Und da habe ich die Farbe Glam Zone. Und damit könnt ihr euch halt diese schönen braunen, grauen Lippen zaubern. Die ich sehr, sehr gerne trage. Vielleicht trage ich heute auch einfach alles auf. Ich gucke drauf. Warum nicht? Warum nicht?
Der ist halt super, super trocken und auch so gut wie leer. Ich werde halt hier noch so ein bisschen nachtupfen. Oh mein Gott, ich muss ihn mir unbedingt nachkaufen. Ich liebe ihn. Und was wirklich hilft, wenn der euch etwas zu trocken wird mit der Zeit, dann könnt ihr halt wieder super mit diesem Protest Queen drangehen. Also der geht super auf roséfarbene Töne, der geht aber auch super auf so braun-grautöne, weil das halt ein sehr, sehr kühles Rosé ist. Also die vier habe ich im Moment in meiner Handtasche. Nur damit ihr es wisst. Ach genau, ich habe euch eben noch gar nicht genannt, womit ich meine Augen, meine Wimpern getuscht habe. Das ist die Smoky Eyes von Maybelline. Ist okay. Also ich komme super mit Maybelline Wimperntuschen klar. Ich glaube, das ist die Wimperntusche aus der Drogerie, die ich am häufigsten habe. Oder die Marke an Wimperntuschen. Ich kann euch aber, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Mega Volume mehr empfehlen. Die ist jetzt halt leer. Ich muss die jetzt auch wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, was sie hier im Täschchen macht. Genau. Ah nee. Oh, ich laber Scheiße. Ich nehme alles zurück. Also, ich benutze nicht nur Maybelline. Ich habe gerade gedacht, das ist die gleiche Marke. Smoky Eyes ist sehr gut. Noch besser finde ich die von L'Oreal, die Mega Volume Miss Baby Doll. Die werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Und ich würde mal sagen, ich bin fertig. Wenn ich keinen Scheiß gelabert habe. Ich guck nochmal, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin soweit wirklich fertig. So, ich mache mir jetzt auch mal hier meine Haare auf, damit ihr das ganze Desaster mal in offen seht. Also die sind wirklich sehr, sehr dünn geworden unten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich nächste Woche mache. Sagt es mir in den Kommentaren. Soll ich sie abschneiden? So. Oder nicht? Oh Mann. Extensions geht halt nicht. Ist halt vorbei. Habe ich einmal gemacht, das machen die jetzt nicht mehr mit. Vor allem mit Haarausfall habe ich da jetzt eh keinen Bock drauf. So, ich zoome euch mal ein bisschen ran, damit ihr mal das Make-up von Nahem seht. Das ist im Moment mein Alltagslook. Alltagslook plus, würde ich jetzt sagen. Also ich habe heute noch ein bisschen mehr drauf gemacht, aber so oder so ähnlich sieht es bei mir in der Regel aus. Und ich finde es immer sehr, sehr schön zu den dunklen Haaren. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich mit meiner Haarfarbe. Hab keinerlei Ambitionen im Moment, blond zu werden. Und selbst wenn ich es werden wollen würde, würden meine Haare sagen, Bitch, vergiss es, wir sind, I'm out. Also, das war's mit blond. Und nee, alles gut. Ich bin super glücklich mit den dunklen Haaren und ich fühle es. Ich bin es auch im Moment total. Ja, ich würde behaupten, wir sind durch mit meinem ersten Style Talk. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe Blödsinn gelabert. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange das jetzt geworden ist. Ich habe gar nicht so viel geschnitten, glaube ich. Also ich habe einfach drauf losgeblabbelt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ich möchte unbedingt bald nochmal eins für euch drehen. Und ja, wenn ihr möchtet, also ich hätte gerade Bock auf so Hautfavoriten, was ich im Moment so verwende. Dann kann ich euch auch nochmal die Hyaluronpillen zeigen, die ich im Moment nehme. Und vielleicht habe ich dann auch noch mal so eine Woche mehr Erfahrung damit. Nach Woche 3 sollte man ja dann mal was sehen. Also, wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare und schicke euch einen ganz, ganz dicken Kuss, wie immer. Tschüss!